Hallo und herzlich willkommen zurück zu Haus Flipper. Wir sind noch in dem Haus, das wir einmal grundrenovieren sollen als Auftrag. Wir haben schon zwei Räume fertig und machen jetzt im dritten weiter. So. Erstmal den ganzen Müll da weg. Putzen. Putzen, putzen, putzen. Boah, hier muss aber auch dringend gestrichen werden. Das sieht ja schäbig aus. So, Fenster streichen. Fenster streichen. Was ist los mit mir? Fenster putzen. So, die Wände streichen wir gleich. Und ich merke gerade, ich hätte vor der Aufnahme nochmal auf Toilette gehen sollen. Grandios. Okay. Den Stuhl stellen wir mal hier hin. Die Lampe auch. So. Hier fehlt auch wieder eine Heizung. Wir streichen aber erst. Gott, was für eine dunkle Farbe. Na gut. Ist ja nicht unseres. Sag ich immer, ne? Wenn mir was nicht gefällt, müssen wir ja nicht mitleben. Okay. Oh, einen verpasst. Jetzt haben wir wieder das Spielchen hinter dem Schrank herzukommen. Das geht aber ganz gut. Na, na. So, einmal am Tisch klettern. Spiel nicht laggen. Also im Moment hat das echt stark beim Aufnehmen. So, gleich sind wir fertig hier. Na, kommt. Na, Farbe mal wieder. Dauert das Haus ja wahrscheinlich doch nicht so lange, wie ich erst gedacht habe. Machst du wohl da oben fertig? Gut. Fertig. Sehr schön. Dann können wir die Farbe ja verkaufen. Ja, fehlt hier nur noch die Heizung. Ich hätte gedacht, dass die Räume mehr Liebe brauchen. Dass man da viel mehr renovieren muss. Aber gut. Haben wir uns ein paar Arbeitsschritte gespart. Sehr schön. Ist der Raum auch fertig? So. Machen wir doch erst den Flur. Da müssen wir erstmal putzen. Fertig und streichen. Orange. Da dachte sie ja auch in der E-Mail, ne? Flur geht ja auch. Dann ratzfatz, dann ist der auch schon fertig. Okay. Haben wir da nur noch zwei Zimmer? Gucken, wie viel da zu tun ist. Ach komm schon. So. Natürlich ist die Farbe mal wieder leer. Wie soll es auch anders sein? Okay. Fertig. Verkaufen. Nächster Raum. Putzen, reparieren, streichen. Boah. Kriegen wir alles hin. Haben wir schon mal geputzt. Jetzt haben wir mal wieder Finster. Da bin ich froh, dass wir den relativ zügig aufgewertet haben. Ne? Der ist so lästig. Am Anfang, wenn man den gar nicht richtig bewegen kann. Hier geht das schon so zack, 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 zack. So.
Okay, jetzt brauchen wir Pfirsichfarbe. Ist ja ein sehr buntes Haus. Aber warum nicht, ne? Ach, komm schon. Halt doch einfach mal ein bisschen länger Farbe. Das wäre sehr nett. Ich finde, die sind immer viel zu schnell leer. So, wieder um die Fenster rum. Dann sind wir hier auch fast fertig. Müssen wir noch ein bisschen reparieren. Da müssen wir vielleicht auch um die richtige Glühbirne finden, ne? Drei Stück so. Okay. Oh, ich sehe schon hier vorne. Okay. Streichen haben wir fertig. Machen wir erstmal die Steckdose. Ach komm schon. Plüpp, plüpp, plüpp. Ist ja gar kein Problem. So. Gut. Haben wir die auch fertig. Da müssen wir montieren. Welche noch? Die. Und die. Und ja, jetzt fehlt nur noch die Heizung, ne? Sind wir schnell. Wow. Meisterhandwerker hier. Gut, letzter Raum. Die Küche. Okay, Müll aufräumen, putzen. Das ist ja alles. Oh, wir haben wieder Party. Wir haben wieder Party. Kümmern wir uns da erstmal drum. Und saugen euch weg. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Wir wollen euch hier nicht. Macht bitte woanders Party. Ist da noch eine? Haben wir's? Fertig? Ich glaube ja. Gut, dann können wir hier noch zu Ende putzen. Die Decke. Noch was? Nee, Fenster putzen. Krieg das voll nicht mit, ob wir hier die Sachen erledigt haben. Nächste. Fertig. Gut. Mit Weiß streichen und Heizung. Dann sind wir hier fertig. Wow. Das ging dann wirklich schnell. Es klang so nach viel Arbeit in dem Auftrag. Dann können wir gleich direkt noch in den nächsten reingucken. Noch die Wand? Oh, war ich wieder zu schnell? Und die Farbe reicht mal wieder nicht. Das ist doch nicht wahr. Ich habe mir auch überlegt, was wir eventuell noch als nächstes spielen könnten. Ja, Summer in Mara muss ich noch fertig machen, definitiv. Oder beziehungsweise weiter. Bin ich mir nicht sicher, ob wir das überhaupt irgendwie mal durchspielen.
Weil das doch noch sicher ganz schön komplex werden kann. Und ich teilweise echt, ja, nicht weiß, was das Spiel von mir will. So. Müssen wir mal gucken. Ich bin da jetzt auch aus dem Spiel. Ich bin voll raus, ne? Ich habe jetzt. Konnte jetzt eine Weile nicht aufnehmen. Ja, ein bisschen doof. Da ist man aus so Story-Spielen dann natürlich vollkommen raus. Müssen wir mal gucken. Oder wieder reinfinden. So, aber das Haus können wir auf jeden Fall abgeben. Damit sind wir fertig. Und erhalten 17.000. Wieso haben wir die Aufträge nicht vorher gemacht? Wir haben so Probleme mit dem Geld gehabt. Ja, sieht auf jeden Fall alles wieder schick aus. Sehr schön. Ja, das Klo, das war das ekligste hier im ganzen Haus. Dieses Klo. Ja. Nochmal von der Sicht. Wunderschön. Und fertig. Bilder im Portfolio speichern. Sehr gut. Ja, schön, eine Sauna im Haus zu haben. Oder nicht? Oh, ich bräuchte jetzt keine Sauna. Ist mir zu warm. Okay, ja, wir haben noch Zeit. Gucken wir in den nächsten Auftrag rein. Oh, es wird weniger. Sehr schön. Gucken wir jetzt bei dem japanischen Garten vorbei. Guten Morgen. Ich habe von meinem Großvater ein Haus mit Garten geerbt. Es ist ein Garten im japanischen Stil. Opa verehrte ihn. Leider wurde der Garten nach seinem Tod etwas vernachlässigt. Ich möchte es wieder in seinen früheren Glanz zurückversetzen. Bitte entfernen Sie alle Unkräuter und ersetzen Sie alte Teiche durch neue mit Fischen. Ich träume auch von einer Bonsai-Sammlung, aber ich kann sie nicht selbst vom Grund auf neu erstellen. Kaufen Sie also bitte ein paar Bäume. Grüße, Agnes Jung. Okay. Oh, das Haus hat auch so einen Japan-Stil. Ja. Ich bekomme mich wieder ein. Also, für die, die es nicht wissen, ich bin ein riesen Japan-Fan. Ich liebe die Kultur, ich liebe die Mentalität, das Essen, das ist, ja, es ist echt mein absolutes Lieblingsland. Ich bin auch aktuell dabei, Japanisch zu lernen, deswegen hat mich dieses Japan-DLC, beziehungsweise dieses Update sowieso schon sehr gefreut. Aber dieses Haus hier ist wow. Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Können wir das kaufen, bitte? Oh, ich kaufe der Frau das sofort ab. Cool. Okay, wir haben hier noch Unkraut. Da vorne hat sich noch einer versteckt. Jetzt brauchen wir Bonsai, Bonsai, Bonsai und Bonsai. Okay. Wir brauchen verschiedene Bonsai. Ein Bonsai. Noch ein Bonsai. Habe ich ja mal selber versucht, ne? So ein Bonsai zu, ja, am Leben zu erhalten. Ich hatte nicht so geklappt. Also die brauchen sehr viel Pflege und hast nicht gesehen. Da hatte ich leider nicht das Händchen für. Ich habe eh nicht so einen grünen Daumen. Ist schwierig. So. Wir noch ein bisschen Unkraut. Rasen mähen sollen wir. Der Brücke. Oh. Da gibt gerade eine meiner Kopfhörerseiten den Geist auf.
habe ich nur noch auf einer Ohrhälfte Sound. Das klingt komisch. So. Braucht er mal dringend neue Kopfhörer. Ich weiß nur nicht, was für welche. Ich habe im Moment welche von Sennheiser. Die sind auch echt gut eigentlich. Gegenstände entfernen. Aber. War muss auch. Okay. Und noch einer. Ja. Teuer. Nadelbonsai im Stil von Fukinagashi. Bist du, glaube ich, jetzt nicht, aber du sollst auch platziert werden. Wer sieht denn mit so vielen Bonsais? Oh, ist der süß. Also was Größeres kann dann hier hin. Was haben wir jetzt noch? Gegenstand in Position bringen. Steine. Stein. Stein. Und eine japanische Laterne. Warte mal, wenn das so der Weg ist, dann passt die doch dahin. Gut. Nächstes Stück. Nehmen wir wieder unseren Rasentrimmer. Entfernen hier das ganze Gras. So. Ich hoffe, wir haben schon alles. Entlang. Den wir ja, glaube ich, ersetzen sollen, ne? Ach, diese Nischen immer. Weil hier unter den Bäumen und so drunter herkommen, ist Träumchen. So. Wir müssen auch noch Rasen mähen, wenn ich um den Baum rumkommen würde. Dankeschön. So. Ein Krautzupfen. Hier war auch noch ein Gänseblümchen ein. Nö, wie heißt's? Bin ich jetzt doof? Löwenzahn. So hieß das. Ein Löwenzahn. Okay, wir haben hier aber noch nicht zu Genüge Rasen gemäht. Jetzt aber. Und irgendwo noch Unkraut übersehen. Wo haben wir denn hier noch Unkraut übersehen? Laut Map. Da! Gut. Gegenstand entfernen. Längsteich. Mal erstmal Wasser aus. Und verkaufen den. Ziergras 1 Meter hoch. Der nicht. Na gut. Und den neuen Koi-Teich. Den haben wir bei uns hier, Alter, auch schon platziert. Nur ich glaube den kleineren. Okay, ich sehe überhaupt nicht, wo ich buddel, aber das kriegen wir hin. Gut. Wassermarsch. Ich glaube, wir hätten ihn viel weiter da oben dran setzen können, ne? Ja, passt schon, passt schon. Ist okay, würde ich sagen. So, wo haben wir noch was? Hier, mit Sicherheit Rasen mähen. Also, los geht's. Hui, rauf und runter. Das Ding hier ist viel handlicher als dieser komische Rasenmäher, ne? Ich weiß nicht, wer damit dann freiwillig mäht. Auch wenn er wahrscheinlich halt mehr Fläche schafft, finde ich, geht es hiermit trotzdem einfacher.
So. Okay. Nicht schneiden wir hier nicht die Rosen und so ab. Hier müssen wir noch Rasen mähen. Okay, das Spiel leckt mal wieder. Sehr schön. Hatten wir ja schon lang nicht mehr. So. Unkraut. Das ist echt schön hier. Wieso hat der Mensch so einen schönen Garten? Okay, da haben wir was übersehen. Tschüss. Irgendwo haben wir noch nicht gut genug Rasen gemäht. Da stehen noch ein paar Zupfeln. So. Haben wir noch Unkraut? Kann ich dich wegfräsen? Nein. Da haben wir noch Unkraut. Du bist Unkraut. Hier haben wir noch Unkraut. Gut, den Unkraut haben wir. Das Unkraut. Jetzt müssen wir gucken, wo wir hier noch Rasen vergessen haben. Ach, das mal mit auf die Minimap. Wo haben wir Rasen übersehen? Spiel, bitte klär mich auf. Hä, seht ihr, wo wir was vergessen haben? Bin da jetzt einmal rum. Mähe den Rasen. Hä? Haben wir denn hier einen Pixel vergessen? Nee, nochmal über alle Steine drüber. Kann sein, dass wir da in den Rillen irgendwo was vergessen haben. Es wird aber auch nicht weniger, ne? Ja, hier ist laut Map noch so ein Fussel. Es sind nur so minimale Stellen. Aber das Spiel meckert. Natürlich super. Och, spiel das doch nicht dein Ernst. Die Zahl wird auch nicht kleiner, ne? Ich gehe jetzt nochmal hier einmal rumgucken, aber ansonsten, ja. Gut. Halte ich mich da nicht weiter groß mit auf. Hier die letzten Pixel zu finden. Ah, hier oben. Guck mal, hier wäre das noch gewesen. Ah, okay, man sieht es erst, wenn man den Rasenmäher auch ausgerüstet hat. Gut, müssen wir uns merken. Okay. Können wir da rein? Ich will noch rein. Wir können rein, gucken. Aber wir kommen nicht in die Zimmer. Oh, okay. Dann nicht. Dann halt nicht. Gut. Sehr schöner Auftrag. Das Haus gefällt mir echt gut. Ja, alles wieder sauber und ordentlich. Neuer Teich. Sehr schön. Wobei der echt weiter an die Brücke hätte ran platziert werden können. Hm. Aber man kann bestimmt noch links und rechts so einen machen und dann die Brücke dazwischen. Aber wir haben jetzt schon unseren Teich. Ja, wollen wir mal gucken, wie wir den Garten noch weiter gestalten wollen. Und da sind wir auch am Ende der Folge wieder angelangt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, wir hören uns in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin, tschüsselü!